Okay, kann es sein, dass wir damals Mist gebaut haben? Ich weiß, es ist eine sehr merkwürdige Begrüßung eines Parts, aber ich bin diesen Fußspuren von der Tür aus nochmal zurückgegangen. Und die Tür, die wir da gesehen haben, das war wohl die, wo der erste Officer drin war. Das heißt, bei der Verfolgung dieser Fußspuren muss ich wohl irgendwann die Fußspur wieder in die falsche Richtung zurückgelaufen sein und bei der Tür gelandet sein. Ich bin nämlich einfach diesen Fußspuren jetzt gefolgt und landete dann hier unter der Brücke und habe dort diesen toten Officer gefunden. Und ich denke mal, damit sind wir hier richtig. Also mal wieder total blind gewesen, aber okay, untersuchen wir ihn einfach mal. Ich habe in der Ich Lösung komme nämlich zu nur spät. gelesen. Oh, Shiva. Ich habe in der Lösung nur gelesen, folge den Fußspuren und du erreichst dein Ziel. Na egal, wie, du erreichst Warum dein Ziel, haben die Sie Tür ihn ist doch zu. getötet? Weil du es nicht getan hättest. Er war korrupt, ein Mörder. Aber darin liegt keine Gerechtigkeit. Was weißt du schon von Gerechtigkeit? Hinter Gittern oder davor, diese Leute ändern sich nie. Solange sie leben, bleibt Gotham verdorben. Das ist einfach falsch. Und ich dachte, du würdest mich verstehen. Dennoch, der Test muss weitergehen. Triff mich im Sheldon Park. Sheldon Park, das ist dann wohl das Ende von dieser ganzen Shiva-Sache. Das hätten wir auch früher haben können, ganz ehrlich. Das war jetzt wirklich mega easy, einfach den Fußspuren folgen und ich bin dann wahrscheinlich einfach wirklich in die falsche Richtung gegangen zwischendurch. Ist bezeichnend, ich bin ja dem ganzen Let's Play schon irgendwie so ein bisschen verpeilt. Aber naja, was soll man schon groß tun? Sheridan Park ist wohl hier ganz oben, ne? Sheridan Park ist da. Würde ich sagen, wir machen Schnellreisefunktion hier hin. Dann fehlt uns tatsächlich nur noch eine Sache, ne? Nur noch eine einzige Sache. Okay. Oh ne, wir müssen in die andere Richtung. Welcome to the Wonder Expo. Dann gehe ich mal in die Wonder Expo. Wir sind im Sheldon Park. Wo bist du? Shiva, wir müssen dem ein Ende bereiten, das weißt du genauso wie ich. Oh, kleine Lex sind wieder da. Treffen mit Shiva. Ah, der Sheldon Park ist also da drin. War das das Einkaufszentrum oder was war das? Warum bist du hier? Hast du nicht eine Stadt zu retten? Sie haben meinen Mann umgebracht. Ja, eine Lektion, die du nicht verstanden hast. Und es werden noch viele sterben, wenn du es nicht endlich tust. Dann müssen sie sich für jeden davon verantworten. Ich bewundere deine Leidenschaft. Aber deine Motivation ist fraglich. Jetzt, lass uns kämpfen. Oh mein Gott. Ich hab Dreieck gespammt wie ein Verrückter, aber es hat irgendwie nichts gebracht. Von deinen kleinen Handlangern habe ich schon mal einige besiegt, Shiva. Enttäusch uns nicht, Batman.
enttäusche dich schon, die Shiva. Ich habe jetzt nämlich noch kleine Schockhandschuhe als kleines Extra. Wird dir bestimmt gefallen. Dann gucken wir, ob ich euer würdig bin. Okay, wir haben nicht mehr so viel Leben, sehe ich gerade. Dann mache ich den ganzen Shiva-Kram jetzt mal so langsam ein Ende. Sicher, Shiva. Hingebungsvoll. Ich verstehe, warum der Meister dich ausgewählt hat. Es scheint, als hätten wir heute beide etwas gelernt. Sie und Ihr Meister interessieren mich nicht. Ich übergebe Sie der Polizei. Nein, das wirst du nicht. Aber du hast eine Gnadenfrist verdient. Ich hoffe, du erkennst noch, wie falsch du mit Gotham liegst. Es soll nicht gerettet werden. Es kann nicht gerettet werden. Nur gereinigt. Und aus der Asche neu geboren. Alfred, ich schicke dir zwei Koordinaten. Einen für eine Leiche, der andere ist für einen Überlebenden. Übermittle sie der Polizei. Ja, Sir. Sollen wir den Fall folglich als geschlossen betrachten? Fürs Erste. Ich glaube nicht, dass ich Shiva zum letzten Mal begegnet bin. Okay, Shiva noch aktiv. Gesucht, Akte nicht geschlossen. Charakterprofil Shiva aktualisiert. Die Trophäe Shiva. Was heißt das mit, ich glaube, dass ich Shiva noch nicht ein letztes Mal begegnet bin? Du hast eine Wayne-Tech-Verbesserung freigeschaltet. Ja, wir werden sie wahrscheinlich nicht in diesem Spiel nochmal antreffen, oder? Oder etwa doch? Da stand ja Akte nicht geschlossen. Oder gibt es eventuell noch ein DLC zu oder sowas? Kann ja auch sein. Ist ja alles möglich. Mal kurz, was das heißt mit Akte nicht geschlossen. Abgeschlossen, 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 abgeschlossen. Abgeschlossen, okay. Ja, damit fehlt uns eigentlich nur noch die verschwundene, die noch nicht freigeschaltete Sache dort. Und ansonsten haben wir alles, außer den Riddler natürlich. Noch mal kurz einen Überblick bekommen. Ja, da ist Riddler. Aber nö. Wir sind wohl soweit sonst durch. Das heißt Bane. Wir kommen. Achso, das müssen wir gar nicht markieren. Das ist ja automatisch schon markiert. Okay, dann starten wir Bane beim Besuch ab. Der wartet sicherlich schon auch schon lange da drauf. Und ich denke, er weiß, dass wir kommen werden. Seht ihr, was ich sehe? Batman und Bane scheinen sich ja vorher aus irgendeinem Grund schon gekannt zu haben. Während Batman die anderen Verbrecher ja alle noch nicht so wirklich kannte. Aber die Reaktion auf das Video ganz am Anfang hat er schon gesagt, Bane in Gotham? Was tut er hier? Und Bane wusste ja auch sofort, dass Batman zum Joker kommen wird. Deswegen hat er auch Gott... direkt dort auf ihn gewartet. Also wie gesagt, die beiden scheinen sich wohl schon länger zu kennen. Oh, ein weiterer Stufenaufstieg. Was soll ich denn jetzt noch verbessern, mein Gott? Ach, das ist auch abgeschlossen. Dann können wir hier noch was abschließen, theoretisch. Erhöhter Batarang-Schaden von mir aus.
Ich würde sagen, wir machen erstmal die Batarangs jetzt weiter. Die nutze ich ja ab und zu mal. Immer noch mehr als die ganzen anderen Gadgets. Im Kampf zumindest. Ja, ich auch, aber du bist schon down. Marathon in der Luft. Okay, scheint der Letzte mit der Waffe zu sein. Das heißt, wer anders kann es hier oben eh nicht erwischen. Ne, da unten ist noch einer mit der Waffe. Und tschüss, ihr drei. Das Signal, das ich gesehen habe, kam irgendwo aus Richtung dieses Tunnels. So. Also wird Bane hier irgendwo drin sein. Bane, Bane, Bane. Dass du nur nochmal zum finalen Endboss hier werden würdest, hätte ich auch nicht gedacht. Und dass Firefly bislang noch nicht aufgetaucht ist, ebenfalls nicht. Vielleicht natzen sie mich ja auch jetzt komplett und schmeißen mir jetzt hier den Firefly in den Weg. Und Bane kommt dann doch erst noch ein Level später, wer weiß. Okay, das kann ich hier durch wohl nicht erwischen. Na egal, da unten ist einer. Da unten sind mehrere. Dann gehe ich da gleich mal so rein. Du mich auch. Hatte ich nicht so ein Update, mit dem ich die Angriffe mit dem Schild abwehren konnte oder sowas? Alter, wie wir hier nur aufs Maul kriegen, weil ich den Typ mit dem Schild einfach nicht loswerde. Jetzt aber. What? Na also. Wenn du meinst, dass du die Hand Banes bist, dann bist du das wohl. Na also. Und dann sage ich nun mal Down Bane oder Mini Bane, Venom abhängiger. Und dann werden wir wohl dadurch gehen. Da ist doch irgendwas hier. Nein. Ich stecke wohl fest. Es sei denn, vielleicht kann ich mit meiner Klebergranate einen Fluss bauen. Hatten wir schon öfter gemacht, Batman. Aber das ist wohl das Tutorial dazu. Also dann mal ab nach da hinten.
Und dann mal ab nach da hinten. So, sehr schön. Na, Bane, hast du ein schönes Zuhause geschaffen hier? Okay. Wir wurden erwartet. So. Leck mich! Alter, wenn der eine mich loslässt, nimmt mich der andere fest. Und wenn der mich da wieder loslässt, dann nimmt mich der hier wieder fest, oder was? Jetzt hat der sein scheiß Schild auch noch wieder. So, genug Leute ausgeschaltet jetzt. Und gleich noch so einen großen mit dazu, das war natürlich auch schick. Okay, und jetzt du noch. Und tschüss. Oh, du hast noch eine Leitung, die werde ich natürlich auch noch entfernen. Also, tschüss. So, hier hindurch. Sind wir jetzt bei Bane? Sind wir jetzt angekommen? Wird der Kampf endlich stattfinden? Charakterprofil freigeschaltet, Sylta. Überall Kameras, wir wurden also auf unserem Weg hierher begleitet. Mein Peilsender ist hier irgendwo. Das heißt, dass Bane auch hier ist. Ja, neurologische Forschung. Projekt TN1. Bane experimentiert wohl mit einer neuen Art Venom. Was auch immer es ist, es muss die physiologischen Schäden an der Leiche im GCPD verursacht haben. Okay. Eine neue Art von Venom. Etwa diese neue Art von Venom, in der es dann in Batman Arkham Origins gehen wird. Batman Arkham, Arkham Asylum. Aber hat anscheinend keine Lösung für die schädlichen Nebeneffekte der Verbindung am Gedächtniszentrum des Gehirns gefunden. Black Mask. Was steht da? Auch Black Mask, ne? Okay, die neurologische Forschung konnten wir untersuchen. Ein Teil dieser Forschung ist der Überwindung seiner eigenen Sucht und Abhängigkeit von Venom gewidmet. Ohne es kann er nicht überleben. Das ist natürlich cool. Jetzt haben wir die erste Audiodatei freigeschaltet. Davon gab es wahrscheinlich schon tausende in dem Spiel. Wir haben jetzt erst die erste gefunden. Ah, hier. Bird war neu. Den muss ich noch gucken. Angel Bird Vallelunga. Banes Stellvertreter kommt aus Südamerika. Und ja, hat braune Augen, schwarze Haare, ist 1,88 groß und wiegt 98 Kilogramm. Einer der vielen Gefangenen, die mit Banes Hilfe aus Pernaduro entkommen sind. Geübt im Umgang mit Messern und Sprengstoffen, unerschütterliche Loyalität gegenüber Bane. Ähnlich wie bei Bane gibt es keine Aufzeichnung über Birds Leben vor einer Inhaftierung, vor seiner Inhaftierung. Auch die lückenhaften Akten aus Pernaduro erwähnen niemanden mit dem Pseudonym Bird. Die Aufzeichnungen über seine Inhaftierung scheinen verloren gegangen zu sein, es sei denn, die Gerüchte über ihn stimmen und er ist wie Bane im Gefängnis aufgewachsen. Bird ist für viele Gräueltaten verantwortlich, die er auf Geheiß seines Meisters ausgeführt hat. Er wird jeden Befehl ohne Zögern ausführen und auch sein Leben gegeben,
Er wird jeden Befehl ohne Zögern ausführen und auch sein Leben geben. Ah, wenn es sein muss. Kurz gesagt, er ist ein Fanatiker und darüber hinaus gefährlich. Okay. Dann gib ihm mal die Audiodatei. Es heißt, dass das, was dich nicht tötet, stärker macht. Aber das, was dich stärker macht, kann dich oft töten. Sucht ist eine Schwäche. Sie muss überwunden werden. Venom ist meine Sucht geworden. Meine Schwäche. Um mich zu befreien, habe ich viel versucht. Eine Weile habe ich versucht, Venom und seine Hersteller vom Erdboden zu tilgen. Aber in letzter Zeit interessiere ich mich mehr für Projekt TN1. Eine Ersatzdroge, welche die suchterzeugenden Eigenschaften von Venom eliminiert und einen dauerhaften Effekt verspricht. Wenn es funktioniert, brauche ich kein Zulieferungssystem mehr. Eine andere Schwäche. Während die frühen Tests noch sofort abgebrochen werden mussten, schienen die letzten Subjekte physisch stabil zu sein. Aber die Nebenwirkungen sind massiv. Sofortiger und andauernder Gedächtnisverlust, gefolgt von einem Abbau der Hirnfunktionen, wodurch das Subjekt primitiv wird. Die Tests werden fortgesetzt. Die neueste Formel ist vielversprechend. Sobald ich die Fledermaus ausgeschaltet habe, kümmere ich mich um geeignete Freiwillige für meine Tests. Ende der Aufnahme. Okay, ich meine, das ist die Bane-Synchronstimme aus dem Kinofilm, ne? Aus Batman The Dark Knight Rises, meine ich. Weil ich meine, der hat in Arkham Asylum und Arkham City andere Synchronstimmen. Aber ist ja an sich auch nicht schlecht. Weil die Synchronstimme ist nicht schlimm, im Gegenteil, sogar ziemlich gut. Und passt zu Bane, finde ich. Hier hat er natürlich nicht dieses Rauschen durch seine Maske, weil er hier keine Maske auf hat. Wir sind vorhin in sein Forschungszentrum geraten und er hat uns wohl schon länger beobachtet. Hier ist der Peisender. Er weiß, dass wir Bruce Wayne sind. Ist Alfred in Gefahr, wenn er uns umbringen will? Und er weiß, dass wir Bruce Wayne sind. Alfred, Bane weiß, wer ich bin. Du bist nicht mehr sicher in Wayne Manor. Verstanden. Ich rufe die Polizei. Nein, ich darf nicht riskieren, dass auch sie meine wahre Identität aufdecken. Verbarrikadier dich in der Bathöhle. Was werden sie tun? Ich bin auf dem Weg zu dir. Ich überlege mir was. Verdammt! Ich muss zurück zur Bathöhle. Schnell. Wie lange weiß Bane schon, dass wir in Wirklichkeit Bruce Wayne sind? Dann fehlt das Finale also in der Bathöhle statt. Das ist überraschend, denn in Batman Arkham Asylum und Arkham City kam es mir persönlich nicht so vor, als wenn Bane wüsste, dass wir Bruce Wayne sind. Naja. Wiederhole. Verdächtiger hat ein Jetpack und einen Flammenwerfer. Mehrere Geiseln an der Pioneer Bridge. Firefly. Er weiß wohl nicht, dass der Joker geschnappt wurde und bringt diese Leute in Gefahr. Wegen mir. Delta 65 an Zentrale. Wer ist der leitende Offizier bei der Pioneer? Captain James Dann können wir jetzt doch noch Firefly zur Strecke bringen, bevor wir uns Bane schnappen. Das ist jetzt für das große Finale. Und das werden wir wohl nochmal machen müssen, wenn wir tatsächlich noch die Enigma-Sache machen wollen. Denn einen späteren Speicherpunkt wird es wohl nicht mehr geben. Das heißt, jetzt wird Firefly geschnappt. Und dann, naja, werde ich mal gucken, was eure Reaktion war. Auf die Sache mit Enigma. Dann werde ich das wohl machen und dann... Bane, ne? Alfred retten, zu Hause. In der Brücke könnten viele Leben auf dem Spiel stehen.
Wenn ich Fireflies Funk hacken kann, kann ich mehr rausfinden. Okay, Fireflies Funk hacken. Und wenn die Cops irgendwas versuchen, töte ein paar Geiseln. Kein Ding. Und wann machen wir die Bomben scharf? Erst wenn die Fledermaus auftaucht. Ihr wacht die ganze Nacht, wenn sein muss. Es geht hier um 50 Millionen. Alfred, Firefly hält Geiseln an der Pioneer Bridge fest. Ich muss mich um ihn kümmern, bevor ich zurückkomme. Die Polizei kann doch sicher mit Mr. Linz umgehen. Besonders nach dem, was wir gerade erfahren haben. Ich kann diese Geiseln nicht im Stich lassen. Sie sind nur wegen mir in Gefahr. Wegen dem Kopfgeld des Jokers. In der Bathöhle bist du sicher. Ah, das ist sogar ein Hauptmissionsziel, oder was? Ein Story-Missionsziel, Firefly zu schnappen. Tatsächlich, wir müssen noch nicht zur Bathöhle, wir müssen vorher noch Firefly machen. Was ist denn dann die letzte Nebenmission, frage ich mich. Wenn es nicht Firefly ist. Ich dachte jetzt hier, Firefly letzte Nebenmission und Bane letzte Story-Mission und dann ist alles gut, aber... Anscheinend... Ist dem nicht so. Und ich kann mir vorstellen, dass Bruce Wayne jetzt dadurch, dass er alles alleine machen will, dadurch, dass er jetzt hier Firefly zuerst schnappt, dass Alfred dann nicht mehr sicher sei in der Bathöhle. Sondern Bane kurz davor steht, ihm irgendwas zu tun. Andererseits haben wir damit ja das allererste Mal Unrecht gegenüber, also Recht gegenüber Alfred gehabt, oder? Aha, okay, ich verstehe. Nur der letzte ist wichtig. Ja, das ist ja gut. Fledermaus ist schon längst hier, mein Freund. So. Wir müssen Firefly aufhalten. Der stadtleitende Commissioner ist Gordon. Das heißt, wir werden da wahrscheinlich nochmal auf Gordon treffen. Und vielleicht werden wir jetzt unsere freundschaftliche Beziehung zu Gordon dadurch auch etwas aufbauen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Geht in Position und wartet auf meine Befehle. Provoziert oder greift den Verdächtigen nicht. Ich muss Firefly von der Brücke weglocken, damit ich mich nähern kann. Okay. Stürmung befehlen, wenn er von Fireflies Bomben wüsste. Ich muss ihn aufhalten, bevor er in eine Falle läuft. Zentrale, hier ist Marine 4. Wo ist der taktische Kommandoposten? Warne Gordon vor den Bomben. Hier kampiert der mittlere Teile am Fundament der Brücke. 10-4. Irgendeiner hat die Geiseln erhalten. Zielt auf die Knie! Z
So, das war dann der große. Oder noch nicht ganz der große, aber der hat ordentlich einen abgekriegt. Damit ist nur noch der große da. Ciao. Ist Gordon da drin oder wo? Anscheinend.